Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK Talk. Und zwar mit mir, Emmy, und eurem dunklen Lord. Impi. Ja, der war gut. heute haben wir das Thema Tamen haben wir letztes Mal. Ja, wir gehen jetzt Tame diese Folge. Genau, allerdings leider nur, weil ich finde, Tame ist ein ziemlich großer Begriff. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal immer nur so ein bisschen auf Dinge ein. Aber wenn das Thema gut ankommt, ihr mehr wissen wollt oder so, oder halt eben je nachdem, wie die Reaktionen sind, können wir natürlich einzelne Dinge auch mal konkreter dann eingehen. Aber jetzt ist es erstmal nur ein riesengroßer Begriff, wo wir nur mal kurz so drüber streicheln wollen. Wir fangen doch ganz klassisch wieder am Strand an und später dann, wenn wir bei eurer Metallbase sind, was da dann noch so ist, so der genau. Ablauf. Also der Anfang wird meistens für die Einsteiger eher von interessanter sein. Genau. Ja, womit fangen wir an? Was haben wir als erstes? Wir haben unsere Hand. Richtig. Und Faust geballt auf den Dodo, Kopf drauf, liegt der Dodo betäubt vor dir und möchte Narkobeere und Mochobeere haben. Genau, das heißt, ihr haut erstmal so lange drauf. Manche kann auch sein, je nachdem, wie viel Mini-Damage oder sowas ihr geskillt habt oder der Dodo irgendwie an Level hat. Es ist mehr wie nur K.O. Ja, mir ist das ganz oft passiert, dass ich dann draufgekloppt habe und ups, der war ja dann tot. Und ich habe Beeren reingelegt und gedacht, warum passiert da nichts? Ja, weil er tot war. Ne? Auf jeden Fall, nein, ihr werdet es sehen. Entweder steht da Kill, ne, oder? Ne, tot im Hintergrund. Ja, tot. Es kommt eine Meldung, dass man ihn getötet hat. Ja. So gelb oben am Rand. Und wenn er aber bewusstlos ist, liegt er da und wenn man ihn anschaut, kommt dann auch schon so ein Balken und der Befehl praktisch, dass man Futter reinlegt. Er schnauft da noch und blinzelt mit dem Auge. Genau. Und dann legt man Beeren rein. Im Dodo-Fall, ja. Also bei jedem Tame sollte man hier die, wie heißen die weißen Beeren? Die weiße Beere sind die Stimberries. Genau, die sollte man auf alle Fälle weglassen. Ja, sonst wacht er wieder auf. Richtig, und fressen. Ihr müsst jetzt überwiegend die schwarze Beere farmen, weil es kommt immer auf die Serveinstellung an, wie schnell es Tame ist. Und manche brauchen dann weiteres Narkosemittel und das wäre in dem Fall die schwarze Beere. Genau. Das ist nicht zum Fressen, das ist lediglich dafür, um das Tier in Schlaf zu halten. Im Schlaf zu halten, weil der wacht irgendwann auf. Und um das zu verhindern, klickt man die Beere an und geht dann auf Benutzen bei dem Tier. Das Schlafverhalten, wenn er an den Dino rangeht und drauf schaut, dann klappt hier so ein kleines Fenster auf und das ist dann der lilane Balken. Und der sollte überwiegend so, über die Hälfte gefüllt sein. Ja. Dann hat er eine gut unter Kontrolle im Schlafmodus. Und der untere Balken ist so in einem Braunton und wenn der komplett voll ist, dann ist der Dino fertig getamed und steht auf und gehört euch und dann kommt das Fenster mit dem Namen gebe. Ja, geschafft. Wenn aber ein Dino, wenn ihr zwischenzeitlich nicht genug Futter habt, dann fangt ihr praktisch von vorne an mit dem Dino. Dann fällt das Tame-Level fällt dann wieder runter bis auf 0 und umso länger der Dino liegt, irgendwann geht auch die Gesundheit runter und er stirbt. Das kommt noch dazu. Dann die Effektivität geht dann runter. Das heißt, wenn ihr ein Tier tamet und es steht dann irgendwann auf, hat es gewisse Level dazu. Tame-Level. Das ist von vielen Faktoren abhängig, sowohl vom Level, womit ihr das Tier hingelegt habt. Level Dodo Level 5 wird mit ganz anderen Level aufstehen als ein Dodo Level, keine Ahnung, 100. Kommt auch drauf an, was na zum Füttern gegeben habe. Genau, oder das, wie kommt, viel. Das sind so viele Faktoren halt eben. Aber erstmal ist Futter, sind eigentlich alle Beeren bis auf die weißen, kann man möglich. Alle nehmen. Aber ja. Effektiver sind bei bestimmten Tieren bestimmte Beeren. Das kann man sich aber dann auch, ich glaube, im ARK-Forum raussuchen oder halt eben Kumpels fragen, mit denen ihr spielt, die vielleicht das schon wissen. Oder bei uns in den Kommentaren. Ja. Jedenfalls, dann ist das Tier, dann frisst es hin und wieder mal. Man sollte, während es frisst und genug Beeren drin sind, sollte man warten
und bis der Balken, wie Impi schon erwähnt hat, sich füllt. Und irgendwann steht das Tier von alleine auf und ihr habt dann so ein kleines Fenster, wo ihr den Namen reinschreiben könnt. Und ja, dann heißt das Tier so, wie ihr es benennt. Und dann ist es fertig getamed. Danach gibt es natürlich so Einstellungen, die man noch machen kann, ob es folgen soll, weil es folgt, glaube ich, automatisch oder nicht. Und das sind dann aber so größere. Wir gehen jetzt einfach nur ganz normal aufs Tame, weil das würde jetzt, glaube ich, zu doll ins Detail gehen. Beim Dodo-Schlager hat er dann gemerkt, oh, hoppla, da verliere ich ja wieder Gesundheit. Natürlich gibt es verschiedene Tame-Werkzeuge. Das fängt ganz klassisch an mit der Steinschleuder. Hast du nicht als erstes den Knüppel? Kannst du den nicht als erstes kräften? Doch, stimmt, der Knüppel ist zuerst. Hoppla, Fehler gemacht. Nee, ist kein Fehler, es ist okay. Weil eigentlich sind Steinschleuder und Knüppel sind so ziemlich beides zeitnah am Anfang. Aber such dir eins aus, worauf du als erstes einen nimmst. Also der Knüppel, bessere Faust kann man quasi sagen. Aber es gibt halt Alinos, die wegrennen. Da gibt es dann auch gleich neue Hilfsmittel. Steinschleuder müssen euch ein paar Steine am Strand aufheben als Munition. Am besten auf eine Erhöhung, wo der ausgewählte Dino nicht hochkommt in seiner Nähe. Und dann versuche, so gut wie es geht, immer in Kopfnähe treffen. Ja, dann legt er sich auch irgendwann hin. Ich würde sogar sagen, dass Steinschleuder und Knüppel so ziemlich das Gleiche sind. Allerdings beim Knüppel könnt ihr Tiere nehmen oder solltet ihr Tiere nehmen, die euch nicht direkt angreifen, wenn ihr sie anhittet. So Para, ganz gut ja, mit dem Knüppel. Oder, ne, ich weiß nicht, Dodo, Pinguin, halt eben so Tiere, die euch nicht so angreifen. Und ich denke, die Steinschleuder ist dann halt eben besser für Entfernung, sodass man selber ein bisschen mehr in Sicherheit ist und die Tiere nicht so schnell ein. Weil man kann das auch auf dem Boden machen, zum Beispiel beim Stege und dann immer nach hinten laufen oder im Kreis, sodass er sich halt eben, dass er einem nicht hittet. Oder man macht es halt nicht alleine, sondern mehrere. Genau, das ist sowieso meistens besser. Ja, und dann kriegen wir irgendwann die Bogen dazu, Pfeile. Und da gibt es dann nochmal eine zusätzliche Pfeil in eure Engramme, der ist so grün. Da schmieren wir auf den normalen Steinfall das Narkosemittel, das wir vorher natürlich schon gelernt haben im Mörser, drauf und tun dann so mit dem Pfeil der Dino betäuben. Also nicht die normalen Steinpfeile, sondern Narkosemittel müsst ihr vorher lernen. Das könnt ihr mit Narkobären und verrottetem Fleisch herstellen in einem Mörser. Ja, Fleisch, das verrottet ist, nicht wegschmeißen. Genau, das habe ich auch am Anfang den Fehler gemacht gehabt und dachte mir, wofür braucht man denn die Scheiße? Weil nicht essen. Aua. Ja. Ja, jedenfalls habt ihr dann die Narkosepfeile. Das bedeutet, sobald ihr das habt, könnt ihr Steinschleudern alles, was davor war, vergessen. Ja, braucht man nicht mehr. Das ist effektiver. Ja, und um da noch besser zu werden, kommt als nächstes die Armbrust. Man muss aber vorher noch die Bola erwähnen. Ja, weil ja haben genau, Dinos, haben wir vergessen. Die du mal einmal anhitte und dann renne die weg. Da ist ganz klar der Petri ganz wichtig. Du, egal mit was, der Petri haut sofort ab. Also müssen wir den Petri, wo wir eigentlich ausgewählt haben, direkt Bola drauf, dann kann er nicht mehr weg. Und dann mit einer Narkosepfeile in den Schlafmodus versetze. Genau, also die Bola ist praktisch sowas zu fangen, um die Tiere an dem Platz, wo ihr sie gefangen habt, zu halten. Das hält aber, glaube ich, nicht lange. Man muss es immer mal wieder erneuern. Nein, die Bola hält nicht lang und hat dann danach noch so Dauer, bis sie dann wieder funktioniert. Also es ist nicht nur so, dass die Tiere dann nicht abhauen können, sondern es ist auch so beim Raptor zum Beispiel, der greift euch an. Und wenn ihr den dann bolert, der kann euch, oder auch die Katze. Dann ist er fixiert und kann euch nämlich verletzen. Genau, oder auch Sabertooth oder halt eben so. Es geht die nicht, kleinere Dinos. Es geht nicht jedes Tier zu bolern, definitiv. Wolltest du kurz sagen, welche nicht gehen? Also Kano ist zu groß für Bola. Ja. Mammut geht natürlich auch nicht. Genau, es ist halt eben ab einer bestimmten Größe funktioniert das nicht. So, das Kano, das ist der Mini-Tyrex mit den zwei Hörnern am Kopf, wer noch Kekano Xi hat. So ab dieser Größe kann er sagen, okay, Bola funktioniert nicht mehr. Genau, danach kommt
die Verbesserung vom Bogen ist die Armbrust. Mhm. So ist der Schuss präziser und stärker und ihr braucht weniger Pfeile. Genau. Aber es ist dasselbe Pfeil, wie wir vorher beim Bogen benutzt haben. Was ich auch noch erwähnen muss, was so ein kleines Hilfsmittel ist, am Anfang wissen wir ja nur, was für ein Level der Dino hat, wenn er ranläuft. Das kann man ja gar nicht bei jedem Dino machen, ohne eventuell zu sterben. Doch. Und da ist ganz hilfreich. Du könntest hinlaufen zu einem T-Rex und ihm lieb und nett bitten. Könntest du mal eben stillhalten? Ich möchte nur gucken, welches Level du hast. Wirklich, dann bin ich wieder weg. Ja. Okay. Die Überlebenschance ist zwar auch nicht gerade groß, aber man weiß zumindest das Level dann. Oder ihr habt einer in eurer Gruppe, ich opfer mich, ums Level rauszufinden. Ja, ja, das ist heute, glaube ich, sogar noch gang und gäbe, ne? Ja, ja, das gibt's. Oh, da hinten ist so ein ganz, ganz großer Giga, ich gehe mal kurz gucken, welches Level. Und dann kommt auch die Todesnachricht, wurde getötet von einem Level 50er. Ah, okay, wir wissen es jetzt. Dann hat man es auch direkt schriftlich. Ja, ja. Aber ich wollte aufs Fernglas hinaus. Mit dem Fernglas können wir von Weitem auf den Dino draufhalle und sehen dann das Level, ob sich's lohnt. Ja. Genau. Dann hätten wir die Armbrust, das Fernglas, die Bola. Beim Bola-Upgrade kommen später hinaus noch so Bärfalle in verschiedene Größe, kleine und große. Mit der Große könnte man zum Beispiel wieder ein Kanu dann wirklich fesseln. So, dann kommen wir zum der Flinte. Sniper, wie man es so halt nennt. Da kann man natürlich keine Pfeile reinstecken. ja, das funktioniert leider nicht. Aber es ist auch gut so, denn das, was da reinkommt, das ist bei weitem besser. Man kann es sich vorstellen, hat man bestimmt bei irgendeiner Zoo-Show schon gesehen, so ein Blas-Munition, so Pfeil mit so Fettre hinten dran. So sieht da die Munition dafür aus. In Ark heißen sie Darts. Genau, die kann man sich herstellen. Man muss allerdings bei der Herstellung ist dann natürlich ein bisschen mehr gefordert, als wie nur Beeren und das, sondern ja gut, jetzt genau im Kopf habe ich es nicht, aber ich glaube, da gehört eine Kugel zu, also eine normale. Die normale Sniperkugel, ja. Und entweder Narkosemittel oder, ja. Oder Narkosepfeile, weiß ich jetzt nicht. Irgendwas davon. Nein, Narkosemittel. Genau. Und dann bekommt ihr irgendwie diese Darts jedenfalls. Auf jeden Fall, damit geht's erstens mal schneller und es hat nicht so... Und über größere Strecke? Also die Pfeile sind nachwirkend. Du schießt und erst dann nach und nach wirkt. Deswegen sollte man beim Pfeile schießen zum Beispiel immer mal ein bisschen warten und zählen. Keine Ahnung, bis 15, bevor man den nächsten Schuss abfeuert, weil die Tiere dann erst nach einer gewissen Zeit umkippen. Bei den Darts, meine ich, hat mir mal jemand erzählt, jedenfalls, die schießt du und das Narkosemittel ist sofort drin. Ich weiß nicht, ob es wirklich so richtig ist, aber so hat man... Das kann uns die Community beantworten. Genau, das ist eine Frage für euch. Für die Endgamer. Genau, was ist daran jetzt richtig gewesen? Ist ein Narkose-Dart sofort aktiv? Oder muss man da genauso wie beide Pfeile anzählen? Genau. Ja, das wäre es jetzt eigentlich zum Großen und Ganzen, ne? Wir haben ein paar Upgrades noch bekommen in letzter Zeit. Ja, dann gehen wir ganz kurz darauf ein. Wir haben ja jetzt den Jellyfish, Tentakelfisch. Und da kann man dann neues Narkosemittel bekommen. Mit denen kriegt man dann natürlich auch wieder die Schock-Darts, wo man dann an das Smithy, Fabricator bauen kann. Mit denen ist es dann natürlich noch einmal schneller zu tamen, aber es ist dieselbe Waffe. Okay. Einfach nur Zusatzmunition. Und was wollte ich noch? Jetzt bin ich mal raus. Oh, das ist ein Highlight. Auf die Harpune. Ja, man hat die Harpune jetzt unter Wasser dazu bekommen. Die ganze Zeit war es nur Armbrust und Pfeile unter Wasser. Jetzt gibt es die Harpune. Und da ist zum Beispiel der Anglerfisch viel einfacher zu tamen wie vorher. Weil was funktioniert unter Wasser nicht? Schießpulver. Wenn Schießpulver nass wird, funktioniert es nicht mehr. Also der Bogen selbst funktioniert auch mit den Pfeilen nicht, oder? Nein, weil man da ja Kraft dazu aufwenden muss und es wäre viel mehr Kraft nötig. Und ja, versuchen es mal selber, machen das eigene Test.
Aber sie schießt nicht auf Leute. Und halt eben alles, was über der Armbrust hinausgeht. Ja. Okay, ich habe da noch ein ganz wichtiges Thema, und zwar, hier kommen wieder die Tiere ins Spiel. Für etwas fort, so machen es heutzutage die Leute, ich meine so auch wieder nicht mehr. Wir fangen einfach mal an. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, sagen wir mal, ihr habt, ja, welches Tier nehmen wir da? Eins, was... Archie? Nee. Eins, was man hochheben kann. Was zwar angreift, aber jetzt nicht ganz so krass ist. Du bist im Besitz des Archies und holst da Raptor. Ja gut, nehmen wir das Beispiel. Also Raptoren, ihr müsst da jetzt nicht mit Bola und bla bla bla, weil ich zum Beispiel kann mit der Bola überhaupt nicht umgehen. Ich weiß, ich kann eigentlich mit fast gar nichts umgehen, aber egal. Jedenfalls ist es für mich einfacher, jemand sitzt auf einem Archie, fliegt, grabt, nee, gar nicht, doch. Doch. Doch, grabt das Tier. Und ja, je nachdem, wo ihr es tamen wollt, sucht ihr euch einen etwas sicheren Ort aus und haltet es so knapp über dem Boden und fliegt einfach mit dem, ja, ne, so knapp über dem Boden. Ein anderer schießt dann auf das Tier. Und von eurem Tribe. Wenn es im Narkose, also wenn es bewusstlos wird, fällt es dann automatisch zu Boden. Deswegen solltet ihr euch auch ziemlich knapp über dem Boden aufhalten mit dem Tier. Dann gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit. Tamefalle. Man baut sich Tamefalle. So kleine Häuser, wo man das Tier, das man tame wollen, einfach reinlockt. Zum Beispiel bei Fleischfresser ganz einfach. Die wollen eigentlich hier eh ans Leder. Ihr rennt in eure Falle rein und am besten hat er irgendwo ein kleines Loch, wo ihr noch durchschlüpfen könnt, aber der Dino nicht. Dann ist der Dino da drin und ihr schießt von außen drauf und dann liegt er in der Tamefalle irgendwann narkotisiert. Ist automatisch durch das Haus, was wir da gebaut haben, von Wildeinflüssen geschützt. Und aber auch andersrum, ihr seid von dem geschützt und eure Base. Ja. Und da könnt ihr die Tiere auch grappen und reinfallen lassen. Allerdings gibt es da auch wieder Unterschied. Und zwar ein Archie kann jetzt kein Stego zum Beispiel. Na, war doch so, ne? Stego war ja, nicht. Ja. Also es gibt da auch wieder so die Größenunterschiede. Und der Quetzel ist dann meistens der, womit man das macht, weil der halt eben auch größere Tiere dort reinfallen lassen kann. Allerdings gibt es da immer noch Tiere, die sich nicht grappen lassen. Was macht man da? Ganz einfach, man nimmt einen Archie, einen Quetzel oder sowas, lässt sich selbst grappen, mit der Waffe natürlich in der Hand und fliegt dann so zum Beispiel ein Giga. Na, was ziemlich schwer ist, das macht man auch mit mehreren, es sei denn, man hat sehr viel Ahnung und das geht zu zweit oder sogar alleine, habe ich auch schon gehört, dass das jemand alleine geschafft hat. Fliegt dann dorthin, natürlich außer Reichweite, aber dennoch nah genug, dass das Tier Wut auf euch hat und so weiter und ihr es auch trefft, mein Gott. Und dann könnt ihr schießen, allerdings, oder es halt weglocken. Das sind halt eben so Taktiken, müsst ihr gucken, was euch so mehr liegt. Und dann macht man das so. Es geht natürlich auch eine Plattform, worauf man dann mal, der eine fliegt den Quetzel, der andere ist auf der Plattform und guckt, dass er da runterschießt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mit dem Grappling-Hook mal schnell an eine Wand hochziehe, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Oder so, genau. Dann gibt es für den Quetzel selbst... Wenn ihr schon einen Quetzel, also es gibt sogar, dass man zum Beispiel Skorpione, ich habe es schon gesehen gehabt, auf einen unserer Server. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr? Das geht nicht mehr, der Skorpion wurde gebufft und ist zu stark dafür. Ah, schade. Jedenfalls war es früher so, man konnte den Skorpion praktisch als Narkosemittelwaffe, wie auch immer. Als Pfeilersatz, ja. Genau, schade. Naja, okay. Man ist früher hingegangen mit dem Archie, hat den Skorpion gequappt und ist vor dem Quetzel hergeflohen. Der Skorpion hat den Quetzel gehittet mit seinem Stachel und das hat früher ausgereicht, um den Quetzel zu legen. Im Singleplayer, ne? Das war ja mehr so für den Singleplayer. Genau, also das geht nicht mehr. Gut, dann frage ich mich, wie man im Singleplayer so einen Quetzel tamen sollte. Das weiß ich auch nicht. Jedenfalls gibt es dann, wenn man schon einen Quetzel hat und ihr sagt, ah, da fliegt aber noch einer, der ist viel höher leveliger oder es ist ein Weibchen, ich habe ein Männchen, ich will züchten, dann gibt es da, ich weiß nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas Falsches sage, aber zumindest nach meinem Wissensstand, der jetzt schon ziemlich lange her ist. Und mach weiter, passt alles noch. Gab es dieses, man kann die Quetzelplattform bebauen mit einem bestimmten Bauschema und konnte somit...
einen wilden Quetzel einfangen und ihn dann an Ort und Stelle in der Luft tamen. Ich weiß nicht, geht's noch? Das geht immer noch, gut, aber ist auch so ein Ding, wo man üben muss. Da muss man üben und Impi erklärt mal, glaube ich, kurz. Also ihr baut quasi so einen Fangkorb. Ich würde es fast vergleichen mit zu Hause, wahrscheinlich hat es irgendjemand von euch, ein Aquarium, mit so einem Netzfächer. Und sowas ähnliches bauen da auf euer Quetzel und fange dann mit eurem Netzfächer-Quetzel der andere Quetzel ein. Und dann ist der da drin und dann steine ab und fange an mit eurem Sniper die Darts drauf zu schießen und der Quetzel kann ihn mir abhauen. Wichtig ist, den eigenen Quetzel, der darf nicht mehr bewegt werden, sonst fällt der andere runter. Ja, das meinte ich mit üben. Und das Einfangen selbst ist auch eine knifflige Angelegenheit. Gute Pilote. Wenn wir näher darauf eingehen sollen und das mal wirklich richtig zeigen sollen. Mit Material vielleicht sogar zeigen sollen. Genau, dann sagt in den Kommentaren Bescheid. Ne, können wir gerne machen und auch egal welche anderen, weil ich glaube, die Zeit ist so langsam wieder vorbei. Sagt einfach Bescheid und immer schön mitmachen in den Kommentaren. Wir freuen uns über jedes Teil. Haben wir irgendwas vergessen? Erstmal du, möchtest du noch irgendwas sagen? Nö. Passt alles. Falls du was vergessen wolltest, sollen sie es uns unas Brot schmieren. Genau, und mal schauen, wir haben jetzt 4 Wochen, 4 Videos. Vielleicht kam schon ein Livestream, man weiß es nicht, zwischendurch, je nachdem. Wissen ja, Augen wir nicht. Aufhalten. Aber wahrscheinlich wird demnächst dann auch ein Livestream gemacht werden. Wahrscheinlich außerhalb der 4 Wochen, weil das halt so spontan ist. Aber wir gucken, dass wir es irgendwie reinbekommen. Allerdings werden diese Livestreams bei Imperator sein, definitiv. Vielleicht zum Beispiel jetzt das mit dem Quetzel vorführen, ne? Wäre eine Möglichkeit. So kann jeder auch mal die von den Fortgeschrittenen sagen, weil jeder hat, es gibt mittlerweile so viele verschiedene Bauweisen von diesem Fangkorb. Fangnetz, ja, ja. Und dass da vielleicht noch ein paar Leute im Chat sind, die da wirklich richtig Ahnung von haben, die das schon zigmal gebaut haben. Die können dann in dem Moment zum Beispiel sagen, ah cool, ich habe davon Ahnung, ja gut, dann holen wir euch ins TS, dann holen wir euch auf den Server und ihr baut uns das vor unseren Augen. Mich würde interessieren, ob einer von euch mal die Ballista mit der Kettebola benutzt hat, um eine Quetzel zu fangen und zu tamen. Das würde mich mal interessieren. Genau. Habt ihr noch Möglichkeiten, wo wir vielleicht gar nichts von wissen oder ne? Also wir würden uns freuen, wenn ihr das mit uns teilen würdet. Und ansonsten werden wir erstmal die Verabschiedung, ne? Ja, mach mal. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao.